Seid es denn da? Hast du mitbekommen, dass sie da sind? Ist nicht. Du? Ja, ist ja auch anders. Schlechtestes Intro. Lass mich doch hier. Ich will ein bisschen was Neues machen. Weil die ganze Zeit nur das. Also, herzlich willkommen. Du drückst hier überall rum und dann so, oh, ihr seid da. Ja, ich hab hier rumgespielt. Also, willkommen zum neuen Video hier mit dem Sun, der wie immer eine kleine Röhre hat, wie das steht. Heißer Regen. Da wird es ganz heiß. Fang an. Oh, das ist von Herr Radierer. Er ist gerade mitten in der Pubertät, Entschuldigung. Also ich nenne Herr Radierer lieber Herr Ratzelfummel. So. Wie soll man solche Dinge zerstören? Wir siegen mindestens 7 Hotheads. Oh, 50 Sekunden. Für 7 Hotheads. Alter, das ist doch easy. Fuck. Nein, ist es nicht. Man muss seinen Helm. Du hast doch ein Seil. Okay, viel Spaß. Ich bin gleich wieder da. Ich überlasse es ihm als Hand, das Kommando. In Hoffnung, dass du kein Bullshit-Mau baust. Immer wenn wir drehen, verlässt er uns. Ja, nö. Die wenigsten Folgen. Ja, aber immer wenn wir drehen. Hä? Ha, das war ein kleiner Fail. Joa. Das war nicht so schwer, ne? GG. Anstrengung pur. Es heißt GC. Es weiß pur. Das ist doch Ratzelformel. Ja, der Ratzelformel. Radieren. Oh, rubbel, rubbel, rubbel. Alter, was macht der da? Was rubbelt der denn da? Ist ja rum. Alter. Er ist tot. Oh, jetzt hat das fertig gerummelt. Oh. Fertig gerummelt, ne? Servus. Also, ich glaube, den Partner ist, der, es ist rubbelnde Radierer. Der Aschflügeltor ist fertig. Oh mein Gott. Komm. Nein. Die Ratzo extra jetzt die anderen hier gerubbelt, damit das fertig wird. Oh, man kann sogar da hinein. Hey Kleiner, weißt du nicht hier zusammen? Oh, das hast du gemacht. Yeah. Danach rubbelt er wieder. Stachis. Erledige 15 Stachis. So. Oh, das sieht fun aus. Das sieht funny fresh aus. Ich weiß, wie es geht. Geil, ich bin gleich wieder da. Gleich wieder da. Und nun sah man ihn nie wieder. Wäre das so schlimm? Ha! Got him! So macht man das. Ich sehe dich, gell? Ich sehe dich, du kleiner Spatz. Wenn du echt ein Foto machst, bringe ich dich um. Er macht gerade ein Foto von mir. So leicht ging das. Komm, radier jetzt mehr. Ich find's witzig. Der möchte noch was radieren.
Oh, danke for the money. 10 Münzen. Sehr viel. Pompom allein zu Hause. Dann machen wir diese Aufgabe. Ist ja wahrscheinlich ganz leicht. Kommt drauf an. Stimmt. Ha! In your face! Duck! Oh! Fast. Das war ganz knapp. Ganz knapp am Game Over. Trotzdem. Geschafft. 30 Münzen. Warte. Oh, shit. Schade. Trotzdem 35 Münzen insgesamt und ein neues Kleidungsstück. Schauen wir mal, was er uns gibt. Ein Radio-Shirt. Das muss ich anziehen. Das muss ich echt anziehen. Kann man das anziehen? Vielleicht kann man es dort. Nö. Aber ich schau mal, was in dem roten Rohr ist. Vielleicht findet man da was Cooles. Oh, eine versteckte Zone. Der ist so süß. Ich mag ihn voll. Ich finde sie süß. Wenn es ein T-Shirt von ihm gibt, dann schaue ich überall nach, um dieses T-Shirt zu bekommen. Warum heißt er Mauritius? Auf jeden Fall ist die Musik gut. Das ist das Wichtigste bei Videospielen. Die Musik. Ah, es gab einen Bonus, ist egal, weil ich hätte die Kanone schieben können, das hätte den Block aktiviert, den da unten, und dann, ja, dann könnte ich zum blauen Rohr, aber jetzt ist es zu spät. Kann man das machen? Nö.
Ja. Zu schnell, viel zu schnell. Die Münze ist mir egal. Ich gehe echt zu schnell. Level geschafft. Schauen wir uns die weiteren Aufträge an. Ja, wir machen erstmal die Aufträge und danach machen wir in der Burg weiter. Was baut er denn für uns? Er hat aber noch mehr Aufträge. Schauen wir uns später an, was im Fragezeichenblock ist. Ich habe echt nie Ahnung, was er überhaupt macht. Das ist nicht ein Level für mich, das da. Ich hasse solche Level. Als ich das erste Mario Bros. Gespielt habe, habe ich dieses Level gehasst. Es gab nämlich eins. Und das hatte ich gehasst. Ein bisschen nach Zelda. Oh. Also ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Ich muss echt mal schauen, wegen dieses Wochenende. Wenn ich Glück habe, kann ich hier die letzten Folgen in Story Mode dann hier beenden. Dann könnt ihr dann endlich eure Level spielen und Level bauen. Das wird relativ cool sein. War doch gar nicht mal so schwer. Ich hoffe, es gibt noch einen Auftrag. Ah, einen versteckten Block bei den roten Blumen. Es gibt noch einen Auftrag, aber ich halte es nicht mehr aus. Ich muss unbedingt nachschauen, wo die sind. Warte. Also hier gibt es eine rote Blume. War doch nicht so schwer. Und noch eine versteckte Zone. Er wird sich sowas dann fragen. Was hat er alles gemacht? 50! Nice! Findet man aber ganz viel. Labyrinth. Oh.
Ich mag Labyrinth. Solange es nicht im Dunkeln ist. Hilfe. Das ist doch kein Labyrinth. Das ist Suizid. Das ist nicht gut, dass man mit dem Feuerwerk wieder was sieht. Auch wenn es genau die gleichen, auch dieses, dass man dunkel im Dunkel Levels bauen kann, das wäre echt cool. Das wäre echt cool. Soll man nur durchgehen? Hab hier eh den Checkpoint bekommen. Wartet. Oh, hab's geschafft. The King is back in the hood, ladies. Ja, ich war doch schon die ganze Zeit da. The new King is back in business. Und du bist vorangekommen, wie ich sehe? Ja. Da ist der Sand vorangekommen. Ich habe sehr viele neue Zonen entdeckt. Aber meine Stimme ist komisch. Das ist krass. Und tue ich dich, glaube ich, auch legendärerweise gerade dann beenden, wenn ich komme. Du wirst dich wundern, wo wir jetzt sein werden. Weiter. Auf einer Wolke. Nee, also eigentlich wundert mich bei dir ja gar nichts mehr. Oh. Wow. Disco Pogo. Oh, sind da Blumen? Er hat uns Blumen geschenkt. So wie er es gesagt hat. Richtiger Ehrenmann. Jetzt haut er ja. Oder besser gesagt, richtiger Ehrenfrosch. Ich will die der Rote. Ich kann. Luft, okay. Dieses Level. Ohne das Wasser zu. In dem Level. Du musst das Luft anhalten, bis du das Level gelöst hast. 3, 2, 1. Okay, nochmal. 3, 2, 1. Hast du es natürlich gemacht, ne? Ausatmen. Soll ich dir was sagen? Mm-mm. Man kann durch die Nase atmen. Das glaube ich dir. Anders hätte es auch nicht geschafft.
Ja, ich kann einfach keine Luft anhalten. Ich kann nicht länger als 6 Sekunden im normalen Leben. Echt jetzt? Versuch's ruhig. Also. Er ist der Gidat seines Wessens, seines Stärken. So, ich muss gleich nochmal kurz mich verpisseln. Aber jetzt bin ich erst wieder da. Ich immer verpisseln. Ja, ich darf das. Wirklich? Ja. Der geht doch nicht. Yo! Fuck! Das ist scheiße. Das ist kritisch. Das ist doch Karma, gell? Hm? Das ist doch Karma. Was ist Karma? Ja, die Hexe. Ach, Karmak meinst du? Ja, boah, hab ich doch gesagt. Du hast Karma gesagt. Nee, da hast du dich verpisst, nicht du? Wo? Dann im Video. Ja, aber da musste ich was regeln. Das war ganz wichtig. Ja, ich muss auch mal was regeln. Wow, jetzt sind die zu zweit. Ja, das sind zwei von der Carmack. Shit, are you ja, die wollen das Bullen. Die wollen mich bullen. Ja, kennst du es nicht? Ha. Ich sag mal nichts dazu. So was. Nein. Ah. Are you bullying me? Mehr Glück kann man nicht haben im Leben. Schnell Wasser, schnell Wasser! Nein, nein! Das schaffst du. Halt du doch mal die Luft an. Du musst doch gar nicht Luft anhalten. Ich mache gerade was mit den geilen neuen Thumbnails. Nein. Was nein? Das ist nicht geil. Das ist eine Scheiße. Das hat doch jemand als Kommentar gesagt. Ja, das war ein Typ, der Sun hieß, ne? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wer das ist, ne, Sun. Kennst du einen Sun? Der Sun heißt Sun? War das dieser 32 Jam? Ja, den ich immer Sun nenne. Ja, eigentlich heißt der Sun, aber ich nenne immer Sun. Weil ich es. Aber ich sag Sun. Hat so einen richtig krassen Englisch Name. Ganz genau, Sun. Ah! Grüß mich an. First Level! Das ist halt komplett eskaliert. Oh, no. Scheiß Level! Nicht im Büro, das wird. Die Leute haben Kopfhörer auf, ja? Das hab ich heute gesagt, weil ich Kopfhörer auf hab. Vielleicht werden. Hallo, jetzt du musst das Steuer stellen, wo das Ding flackert. Wieso flackert das eigentlich jetzt? Was funktioniert jetzt wieder hier am Greenscreen-Net? Du bist der Techniker, ich bin der Player. Ja, so sieht's gerade erst aus, ja.
Oh, ich verstehe gar nichts von das, was du machst. Ja, ich auch nicht. Aber warum kann sie auch unter Wasser sein? Jetzt ist das Studio halber durch das Stick. Nicht gut. Hier, wenn ich hier ein bisschen rumspiele. Das muss man ganz genau einstellen. Das ist eigentlich tatsächlich erst so eine Kunst für sich, dass man das so einstellt, dass es passt. Aber so passt sehr es. Sehr schwer, es klingt sehr, sehr schwer. Ja. Ist auch tatsächlich gar nicht mal so einfach. Ah, du wirst wahrscheinlich professioneller YouTuber in 10 Jahren. Hm. Was für 10 Jahren? Ich bin jetzt ein professioneller mit meinem Equipment, weil ich bin halt nur nicht groß. Wie viele Abonnenten hast du nochmal? Ja, okay, aber equipmentmäßig bin ich ein Profi. Profi. Wie viel findest du, hättest du verdient? Abonnenten. 10.000. Und es heißt. Fast. 10.000 ist nicht aus. Ist nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Eben, 100.000 wäre mir jetzt nicht so krass. Aber 10.000 finde ich realistisch. Alter, der Typ, der. LOL. Seit wann kann Kamek da irgendwelche Gestalten zaubern? Also, der hat das Ziel weggezaubert. Nintendo? Der zaubert es gleich bestimmt wieder hin. Warte, was bist du? Bist du gerade aus dem Wasser ausgesprungen? Nein, man muss sie töten, um den Zauber zu beenden. IQ 300. Ja, geil. Willst du mal? Den Part beenden, in der Tat. Wie viel macht der Frost jetzt wieder Party hier? Da steppt der Frost, komm! Was denn, Fest ab des Jahres gerade? Die Erde bebt. Oh nein. Oh mein Gott. Fällt da. Ah nee, das Pilzkönigreich kommt zurück. Oh, holy shit. Holy sneedly piddly. Ehrenmann. Es wird zu lange am Ehrenfrost, ne? Nichts weiter geht. Das ist in meinem nächsten Part. Haut's rein und ciao.